Hallöchen und ganz herzlich willkommen zurück im Flugsimulator zum zweiten Teil der PMDG 777 Tutorial Reihe mit unserem Beispielflug von Berlin nach Zürich. Im ersten Teil haben wir uns schon mal so ein bisschen was zur 777 angeguckt, haben uns schon mal ein paar Systeme angeguckt, ich habe euch ein bisschen was dazu erklärt und wir haben unsere Flugvorbereitung gemacht. Jetzt, wo wir alles eingegeben haben, unsere Passagiere eingestiegen sind und so weiter, können wir uns darum kümmern, den Flieger für den Pushback vorzubereiten. Deswegen hüpfen wir schnell ins Cockpit und legen los. Wenn wir auf Watson fliegen, wäre jetzt der optimale Zeitpunkt, nachdem wir alles erstmal für uns vorbereitet haben, den Lotsen anzurufen und einmal die Clearance zu holen. Das Ganze kann man entweder über die Frequenz machen oder man macht das Ganze über Data Link. Dazu hier oben einmal auf COM drücken, dann könnt ihr hier auf ATC gehen und dann könnt ihr hier einen Clearance Request machen. Da wir jetzt aber offline sind, haben wir uns jetzt selber die Clearance gegeben. Wir starten von der 07 rechts über die Lokto 2 Zulu Departure, steigen auf 4000 Fuß und der Squawk für unseren heutigen Flug ist 1000. Den stellen wir uns also hier einmal ein und setzen den Transponder auf XPDR. Um uns jetzt für den Pushback vorzubereiten, brauchen wir natürlich gleich dann ein anderes Stromgerät als unsere External Power, weil die können wir zum Pushback schlecht mitnehmen. Das heißt, wir gehen einmal ins Override Panel, starten unsere APU und ihr seht, jetzt geht ein Lämpchen hier bei den Fuel Pumps aus. Nicht, weil wir irgendwas gedrückt haben, sondern weil die 777 automatisch diese Pumpe startet, um darüber die APU mit Sprit zu versorgen. Das könnt ihr auch nochmal genauer sehen, wenn ihr dann hier auf die Fuel Page wechselt und dann seht ihr, die Forward Fuel Pump ist an, beziehungsweise wenn ihr dann auf die Electrical Page geht, und dann später seht, dass die APU dann läuft. Und das kann man in verschiedenen anderen Systemen dann auch noch sehen. Und wenn wir dann hier auf die Status Page einmal klicken, können wir dann sehen, jetzt ist unsere RPM in der APU bei 100%. Die Abgastemperatur steigt an und damit ist die APU jetzt also available. Dann können wir die External Power abnehmen. Die eine hat sich schon automatisch disconnected. Die nehmen wir jetzt noch ab. Vorher, wie gesagt, checken, dass der APU Generator an ist. Ansonsten hätte man nämlich gleich keinen Strom mehr auf dem Flieger. Und dann haben wir unsere V2 gesetzt. LNAV VNAV ist aktiviert. Die Trimmung müssen wir einmal setzen. Das machen wir dann gleich. Als allererstes gehen wir jetzt nochmal ins Override Panel und bereiten hier alles für den Pushback vor. Das heißt, die Hydraulikpumpen müssen jetzt eingeschaltet werden. Als allererstes schalten wir die rechte Electrical Demand Pump auf Auto. Das ist deswegen wichtig, weil wir nicht möchten, dass vom rechten Hydrauliksystem in andere Hydrauliksysteme Hydraulikflüssigkeit rüberläuft. Das heißt, die schalten wir zuerst ein, dann C2, dann C1, dann die linke Electrical Demand Pump auf Auto und dann hier die C1 und C2 Drehschalter auch noch auf Auto. Die Signs sind schon an, das Beacon Light geht an, die Fuel Pumps schalten wir jetzt manuell noch an, die Center Pumps gegebenenfalls, wenn wir da Sprit drin haben, in unserem Fall haben wir da heute keinen drin, deswegen können wir die auslassen. Hier passt soweit alles und die zwei Fortlights, die wir jetzt hier aktuell noch haben und beziehungsweise hier drüben noch, kommen einfach daher, dass die Triebwerke noch nicht laufen. Die sollten dann gleich verschwinden, wenn wir damit fertig sind und die Triebwerke gestartet sind. Jetzt checken wir auch nochmal, dass wir genug Sprit dabei haben. 21 Tonnen, links 10,5 und rechts 10,5 in den Tragflächen. Dann gucken wir einmal, dass unsere Türen geschlossen sind. Dazu wechseln wir hier drüben auf die Door Page. Dann seht ihr hier überall ein grünes A, das heißt die Doors sind gearmt. Unsere Parkbremse ist gesetzt und die Trimmung stellen wir jetzt wie gesagt noch ein auf 4,75. Das heißt hier zwischen 4,5 und 5, da soll unsere Trimmung hin. Genau da ist sie jetzt auch. Und dann drücken wir jetzt einmal noch den Recall-Button, beziehungsweise zweimal. Gucken einmal, was wir da noch für Fehlermeldungen haben. Einmal eine Tailstrike-Meldung, wobei die können wir ignorieren. Wir sind noch gar nicht geflogen. Engine Shutdown ist logisch, weil die Triebwerke noch nicht laufen. Und das T-Gas ist off. Auch das passt soweit. Dann würden wir jetzt den Lotsen einmal rufen. Unser Transponder haben wir ja schon eingeschaltet. Ansonsten würden wir das jetzt noch machen. Was jetzt bei der PMDG noch einmal wichtig ist, entweder hier über das FMC oder hier auf das Tablet einmal die ganzen Ground Services entfernen. In unserem Fall können wir also die Chocks einmal jetzt entfernen. Damit haben wir auch alles andere entfernt. Wenn wir jetzt einmal rausgucken, seht ihr, alles ist weg bis auf die Hütchen. Die Hütchen kommen aber, glaube ich, von GSX. Ansonsten würden wir jetzt hier einmal nochmal gucken. Ne, alles ist weg, Door Management.
Alle Türen sind gearmt, deswegen sind sie auch hier nochmal grün. Automated Ground Ops gibt es übrigens auch. Habe ich es in meinem Fall aber deaktiviert. Ground Maintenance könnten wir hier auch noch rufen. Das passt aber soweit. Und dann machen wir jetzt in unserem Fall über GSX den Pushback. Aber ihr könnt natürlich auch jedes andere Tool nehmen, was ihr gerne für den Pushback benutzt. Bevor wir jetzt aber pushen dürfen, müssen wir natürlich noch die Before Start Checklist lesen. Das heißt, wir rufen wieder hier die Checklisten auf. Lesen jetzt erstmal die Preflight Checklist noch fertig. Preflight, Flight Instruments, Heading 064 und Altimeter QNH 1012. Haken wir einmal ab. Jetzt sehen wir Checklist complete. Und jetzt können wir entweder auf Norm drücken oder wenn wir die Checkliste dann später neu aufrufen, kommen wir automatisch die nächste Checkliste und das ist die Before Start Checklist. Before Start. Flight Deck Door ist closed and locked. Wenn wir die übrigens aufmachen wollen, einfach hier einmal klicken und schon können wir sie aufmachen und auch so wieder zumachen. Flight Deck Door ist also closed and locked. MCP, unser Autopilotenpanel hier oben. V2156, Heading 064 und Altitude 4000 Feet. Takeoff Speeds, V1 146, VR 150, V2 156. Ist gecheckt. CDU Preflight is completed. Trim ist 4.75 und 0.0. Taxi and Takeoff Briefing haben wir in verkürzter Form jetzt auch schon gemacht. Ist completed. Beacon Light und Passenger Signs hat der Flieger wieder automatisch erkannt und damit ist die Before Start Checklist complete. Jetzt müssen wir nur noch auswählen, wo wir gerne hinpushen möchten. Sobald der Flieger dann ready ist und das Gear gelockt ist, sollte er uns gleich hier die Option vorschlagen. Wir möchten in unserem Fall eher gleich zur Südbahn, das heißt, es macht Sinn, wenn wir unsere Nase in diese Richtung zeigen lassen. Das ist immer aus Flugrichtung gesehen, das heißt, unsere Nase soll nach rechts bzw. nach Süden und das Heck nach Norden bzw. nach links. Hier wählen wir jetzt also aus, Nase nach rechts, Nose right, Tail left. Und dann dürfen wir die Parkbremse lösen. Der Pushback beginnt. Natürlich alles, wenn wir auf Watson sind, nur nach Freigabe des Lotsens. Und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie ihr eure Bremsen eingestellt habt. Wenn sie auf realistisch sind, einfach die Bremspedale einmal durchtreten. Dann löst ihr die Parkbremse. Ansonsten könnt ihr auch hier einfach draufdrücken. So, dann geht es los. Wir warten einmal, bis wir mit unseren Triebwerken hinter der roten Linie sind. Und dann können wir sie anschmeißen. Genau diese rote Linie hier meine ich. Sobald wir also über die drüber sind, sind wir aus dem Ground-Bereich oder aus dem Gate-Bereich draußen. Jetzt sind wir safe. Jetzt können wir die Triebwerke starten. Das heißt, wir gucken einmal, dass der Pusher keinen Quatsch macht. Das schaut aber in dem Fall gut aus. Und dann können wir wieder vor ins Cockpit gehen, ins Override-Panel. Da unsere APU-Bleed ja auf Auto gestellt ist, bekommen die Triebwerke auch genug Zapfluft. Und dann starten wir zuerst das rechte Triebwerk, können auch hier den Fuel Cutoff Switch direkt auf On stellen und hier einmal die Engine Page aufrufen, um zu gucken, dass alles vernünftig hochfährt. Ihr seht, die hintere Welle, die dreht zuerst hoch. Wenn die einen bestimmten Wert erreicht hat, wird Sprit dazugegeben. Das macht der Flieger aber alles automatisch. Die vordere Welle dreht auch mit hoch, die Zündung kommt und dann sollte unser Triebwerk hoffentlich normal starten. So, wir sehen jetzt, das Triebwerk hat sich stabilisiert. Alle Werte sind so, wie sie sein sollen. Pushback ist auch beendet, das heißt, wir treten einmal die Bremsen durch, setzen die Parkbremse und dann kann der Kollege sich schon mal disconnecten und wir starten Engine Number One. Auch hier direkt den Fuel Cutoff Switch auf On stellen, also auf Run stellen. Dann kann das Triebwerk nämlich vernünftig hochfahren. Und auch hier seht ihr wieder zuerst der N2-Wert, der hochgeht. Die Oil Pressure, die langsam ansteigt, die Oil Temperature, die dann kurz danach auch das Steigen anfängt. Und dann wird irgendwann Treibstoff hinzugegeben, vordere Welle dreht hoch, EGT, die Exhaust Gas Temperature steigt an. Und dann sollte auch dieses hoffentlich gut funktionieren. Jetzt haben wir in unserem Fall hier den Tail Strike noch stehen. Der ist natürlich Quatsch, weil wir wie gesagt noch nicht geflogen sind. Deswegen gehen wir jetzt einmal auf die Checklisten. Jetzt seht ihr hier die Tail Strike Checkliste. Machen wir einfach jetzt hier mal in unserem Fall Checklist Override. Dass der Flieger nicht denkt, dass da jetzt wirklich noch ein Tailstrike war. Und
Und dann können wir nämlich auf das Menü zurückgehen und brauchen dann gleich die Before Taxi Checklist. Die können wir schon mal aufrufen. Warten jetzt aber trotzdem noch, bis das Triebwerk natürlich gestartet ist. Die Parameter schauen soweit auch fürs linke Triebwerk gut aus. Hat sich alles stabilisiert. Dann sehen wir hier oben auch noch, dass die Schalter wieder in die Normposition zurückgesprungen sind, sodass wir uns jetzt also fürs Taxi vorbereiten können. Der Pin wurde auch herausgezogen, den bekommen wir jetzt gleich nochmal gezeigt. Und sobald der draußen ist, können wir nämlich einmal die Flight Controls checken. Das heißt, wir bewegen einfach unser Steuerhorn mal in alle Richtungen, gucken, dass das sich so frei bewegen lässt, wie wir das gerne möchten. Wir müssen dazu gar keine Seite aufrufen, weil es ja Fly-by-Wire gesteuert. Auch das Rudder lässt sich frei bewegen. Wunderbar. Freizeichen haben wir gesehen. Und dann gehen wir nochmal ins Override-Panel, schalten hier die APU aus. Die Anti-Ice-Vorrichtungen könnten wir jetzt einschalten, wenn wir sie bräuchten. Ihr müsst wissen, dass wenn das Engine Anti-Ice am Boden auf Auto steht, dass es dann auf jeden Fall erst nach dem Start hinzugeschalten wird. Ansonsten könnte es ja dafür sorgen, dass plötzlich während dem Take-Off-Run auf einmal Zapfluft abgezogen wird für das Engine Anti-Ice und uns dann entsprechend Leistung fürs Triebwerk fehlt. Deswegen, wenn ihr es haben wollt für den Take-Off, müsstet ihr es jetzt hier einmal manuell noch auf On stellen. In dem Fall brauchen wir es jetzt aber nicht. Das heißt, das können wir so lassen. Dann drücken wir einmal auf den Recall-Button. Ist jetzt auch nichts Neues dazugekommen. Setzen unsere Flaps für den Take-Off. Ihr könnt da auch übrigens immer auf die Position klicken, wo ihr die Flaps gerne haben wollt. In unserem Fall Flaps 5. Dann geht der Hebel da automatisch hin. Und dann würden wir jetzt noch die Checkliste fürs Taxi lesen, beziehungsweise vor dem Taxi. Before Taxi Checklist. Before Taxi. Anti-Ice Auto. Recall ist checked. Autobrake RTO hat er automatisch erkannt. Das müssen wir also dann in dem Fall auch gar nicht vorlesen. Flight Controls checked. Ground Equipment clear. Before Taxi Checklist complete. Dann würden wir uns die Rollfreigabe holen. In unserem Fall haben wir ja schon besprochen, wir möchten jetzt erstmal geradeaus rausrollen über Victor 2. Dann wollen wir einmal nach rechts abbiegen und dann rollen wir quasi bis hinten durch über den Taxiweg Bravo zum Holding Point Mike 1 für die Runway 07 Right. Links ist frei, rechts, soweit wir das sehen können, auch. Dann gehen die Runway Turnoff Lights und die Taxi Lights an. Wir treten wieder einmal in die Pedale, um hier unten die Parkbremse zu lösen. Und dann geben wir ein bisschen Schub und rollen los in Richtung Startbahn. Am Ende von Victor 2 angekommen, müssen wir jetzt also nach rechts abbiegen. Und das Rollen der 777 ist gar nicht so einfach, weil das ein relativ langes Flugzeug ist. Können wir nicht einfach jetzt wie beim A320 schon in die Kurve gehen. Ansonsten laufen wir gerade auf engen Flughäfen immer die Gefahr, dass wir dann rechts irgendein Schild umrollen oder sowas. Das heißt, wir benutzen das sogenannte Oversteering. Wir rollen also über den eigentlichen Taxiweg erstmal hinaus, bremsen dann natürlich entsprechend ab und dann fangen wir erst danach an einzulenken. Und wenn wir jetzt mal gucken, seht ihr, unser Hauptfahrwerk ist jetzt ziemlich genau da, wo es eigentlich sein soll. Auch beim Line-Up später werdet ihr es dann merken. Wir müssen also wirklich erstmal über die eigentliche Linie, auf die wir dann wollen, hinausrollen. Dann stark einlenken, um letztlich dann mit dem Main Gear so ungefähr dieser gelben Linie folgen zu können. Braucht am Anfang ein bisschen Übung, aber kriegt man, glaube ich, mit der Zeit dann auch ganz gut hin. Jetzt auf dem Weg zur Startbahn, wo wir noch mal ein bisschen Zeit haben, machen wir noch mal einen kurzen Recap. Wir überlegen also, was haben wir vorhin in unserem Briefing gesagt, weil ist ja doch wieder einiges passiert seitdem. Wir fliegen also von der 07 rechts los. Bis V1 können wir den Start jederzeit abbrechen. Nach V1 würden wir erstmal geradeaus weiterfliegen, auf 3000 Fuß steigen, innerhalb von 25 Meilen bleiben und dann, wenn wir die 3000 Fuß haben, in die Rechtskurve gehen, einmal in den Gegenanflug, um dann wieder zurück hier zum Flughafen Berlin auf die 07 rechts zu kommen. Spricht nichts dagegen, 4000 Meter Bahn, Wetter ist tipptopp, bleibt alles unverändert. Ansonsten fliegen wir ganz normal die Lokdo to Zulu Departure, das heißt 600 Fuß, dann geht es bis ungefähr 9 Meilen Bravo Bravo India erstmal geradeaus und dann in die Rechtskurve über die vorhin genannten Tracks bis zum Wegpunkt Lokdo. Erste Höhe, auf die wir steigen, sind 4000 Fuß.
Dann können wir jetzt auch schon mal alles vorbereiten. Wetterradar, wenn es verfügbar wäre, könnten wir einschalten. Ansonsten nimmt normalerweise einer das Wetterradar, einer nimmt das Terrain Radar. In dem Fall von Berlin, bei dem Wetter ist eigentlich beides nicht sonderlich wichtig. Wir nehmen es aber trotzdem mal dazu. Jetzt vor allem das Wetterradar, was ja für den Reiseflug dann interessant würde. Das heißt, hier für den Kollegen schalten wir einmal das Terrain Radar mit dazu. Und dann räumen wir jetzt einmal hinter zur Startbahn. Da müssen wir dann nur noch ein paar wenige Items machen. Unsere Takeoff-Performance passt immer noch so. 146, 150, 156, Flaps 5. Die haben wir auch gesetzt. Das passt. Terrain haben wir eingeschalten. Das Cabin-Ready-Zeichen haben wir eben auch schon bekommen. Das heißt, die Kabine wäre soweit dann auch schon fertig. Und dann würden wir quasi jetzt vom Ground Lotsen zum Tower Lotsen übergeben werden, würden uns da dann einmal anmelden, sagen, dass wir ready sind und dann sehen wir uns gleich an der Startbahn wieder. Am Holding Point angekommen, müssen wir jetzt natürlich darauf warten, dass uns der Lotse die Freigabe gibt, um auf die Bahn zu rollen oder auch direkt zu starten. Die haben wir in unserem Fall jetzt simuliert mal bekommen. Das heißt, wir würden einmal sagen, Cabin Crew, prepare for departure. Bei der Startfreigabe können wir dann auch die Landing Lights mit einschalten. Gucken natürlich, dass im Anflug gerade nichts ist. Im Abflugsektor ist auch alles frei. Das heißt, wir schalten einmal hier unten noch unser TCAS ein, das uns dann vor etwaigem Traffic warnen würde. Und dann rollen wir hier gemütlich auf die Bahn. Wir checken noch einmal, dass wir auch wirklich auf der richtigen Bahn sind. Das sehen wir dann gleich hier vorne an den Runway Markings. Wir müssten auf der 07 Right sein, wenn wir alles richtig gemacht haben. Die Lichter haben wir eingeschalten, das TCAS haben wir eingeschalten, Radar ist an. Und dann, wenn wir die Startfreigabe erhalten haben, können wir direkt loslegen. Jetzt sehen wir es, 07 Right ist confirmed. Das ist also die Bahn, auf die wir wollten. Ein Glück haben wir uns nicht verrollt. Ist halt schon vorgekommen, dass man dann doch mal zur falschen Bahn hingerollt ist. Und um das zu verhindern, wird das jetzt eben noch ein zweites Mal gegengecheckt, dass man da dann auch wirklich auf der Bahn ist, für die man die Performance berechnet hat. So, auch hier benutzen wir wieder ein bisschen Oversteering. Das heißt, wir rollen erstmal über die eigentliche Centerline hinaus, bis fast zum gegenüberliegenden Ende der Bahn. Dann drehen wir stark nach links ein, sodass wir dann am Ende relativ mittig auf der Centerline rauskommen. Jetzt warnt uns auch der Flieger schon, weil er merkt, oh, ihr seid auf der Bahn, aber habt noch gar nicht die Checkliste gelesen. Die würden wir mit dem Line-Up spätestens natürlich auch noch lesen. Das heißt, Before Takeoff Checklist complete. Und ihr seht, wir haben Oversteering gemacht, aber selbst da sind wir noch nicht mehr richtig gut jetzt auf der Centerline. Also da wirklich mutig über die Centerline hinausrollen und erst dann eindrehen. Jetzt haben wir aber genug Zeit am Boden verbracht. Ich würde sagen, wir starten. Das heißt, wir schmeißen einmal hier die Uhr an, schieben dann die Schubhebel auf ungefähr 50%. Und dann würden wir hier auf diese Schraube drücken, dass der Flieger dann automatisch den Takeoff Thrust setzt. Ich habe es bei mir auf dem Joystick gebindet. Das heißt, ich kann da auch einfach das Knöpfchen drücken. Wichtig, dass die Triebwerke erstmal hier bei 50 ungefähr stabilisiert sind. Dann können wir aus den Bremsen rausgehen und dann setzen wir die Takeoff Power. Takeoff Power ist set. Checked. V1 und Rotate. Jetzt vorsichtig rotieren, nicht zu viel ziehen, wir wollen keinen Tailstrike haben. Gear up. LNAV ist aktiviert, VNAV sollte dann auch gleich dazu kommen. Und jetzt einfach schön unserem Flight Director hinterher fliegen, bis 20 Grad zumindest. Und dann geht es schon leicht in die Rechtskurve. Und jetzt seht ihr das, was ich vorhin angesprochen habe. Jetzt haben wir hier auf dem Primary Flight Display in Blau FBW stehen. Das heißt, für diese Geschwindigkeit ist unser Flugzeug jetzt gerade getrimmt. Wenn wir jetzt die Nase nach unten trimmen, also schneller werden wollen, seht ihr, die Geschwindigkeit wandert nach oben. Wir fahren die Klappen mit ein, Flaps 1.
und Flaps ab und setzen jetzt die Fly-by-Wire-Speed auf unser Speedbug. Jetzt können wir auch auf 250 Knoten beschleunigen. Das heißt, jetzt setzen wir da unser Fly-by-Wire hin. Und jetzt, wenn wir den Flieger da mal haben, wo wir ihn haben wollen, natürlich dann nicht vergessen, auch weiter zu steigen mit entsprechender Freigabe. Wir steigen mal direkt auf Flight Level 300. Dann müssen wir uns gar nicht mehr darum kümmern, den Flieger irgendwie auszutrimmen oder irgendwie Nose Up, Nose Down Input zu geben, sondern der Flieger macht das automatisch für uns. In unserem Fall spoot er jetzt ein bisschen zurück, weil er auf Wien auf Altitude noch ist. Wir möchten aber natürlich weiter steigen, das heißt, wir drücken das Knöpfchen hier einmal rein. Dann weiß der Flieger, okay, er soll wieder steigen. Und dann passt er jetzt auch automatisch unsere Trimmung an. Wir müssen gar nicht viel machen. Ihr seht auch, der Flieger nimmt die Nase hoch. Da, wo sie hin soll. Jetzt merkt er, okay, war ein bisschen viel, dann trimmt er wieder runter. Und dann geht es jetzt für uns in die Rechtskurve. 5000 Fuß, Transition Altitude ist durch. Set Standard. Den Autopilot nehmen wir einmal mit dazu. Unser Fahrwerk ist oben, Klappen sind drinnen. Dann können wir die After Takeoff Checklist lesen. After Takeoff. After Takeoff Checklist complete. Taxi Light können wir schon mal ausmachen. Das Nose Landing Light können wir auch schon mal ausmachen. Und dann sind wir jetzt erfolgreich gestartet, sind in der Rechtskurve und fliegen jetzt aus Berlin in Richtung Zürich. Die nächste interessante Höhe sind für uns dann die 10.000 Fuß. Da haben wir nochmal so ein paar Items, die wir dann machen müssen. Und da wir die gleich erreicht haben, können wir schon mal anfangen. Wir können zum einen einmal jetzt die Seatbelts dann auf Auto stellen, wenn unsere Pitch unter 7,5 Grad ist. Ansonsten ist es immer noch tendenziell ein bisschen zu steil, um die Kabine abzuschnallen. Wir können also hier jetzt noch kurz warten. Dann können wir unsere Landing Lights und die Runway Turnoff Lights, die noch an sind, ausschalten. Und dann würden wir noch einmal auf die Radnachseite hier unten gehen. Wenn wir hier VOR Sit selber eingegeben hätten, würden wir die einmal rausklären. Das heißt, dass die hier dann nicht mehr drin sind und der Flieger sich die VORs wieder selber setzen kann. Und ansonsten hat er jetzt auch die Alternate-Liste hochgeladen von unserem Flugplan. Wir würden jetzt einfach nochmal auf der VNAV-Page gucken. Okay, wir steigen auf Flight Level 300. Unser Optimum Flight Level wäre deutlich höher. Da es aber nur ein kurzer Flug ist, genügt uns Flight Level 300. Ist auch recommended. Und wir sollen mit 11,8 Tonnen Sprit dort ankommen. 320 Meilen zum Top Descent. Das passt alles. Und jetzt, wo der Autopilot an ist, seht ihr auch, dieses Fly-by-Wire-Geschwindigkeitszeichen ist jetzt verschwunden. Das heißt, wir bekommen das auch nur angezeigt, wenn wir wirklich im Manual Flight unterwegs sind. Pitch ist unter 7,5 Grad, das heißt, wir schalten die Seatbelts einmal auf Auto. Jetzt sind nur noch die No Electronic Signs an. Die können wir eigentlich auch auf Auto stellen. Jetzt dürfen die Leute ja auch wieder an den Laptop gehen und so weiter. Und dann sind wir jetzt entspannt unterwegs, steigen gemütlich auf Reiseflughöhe. Immer dran denken, in der Boeing auch das Heading mit zu synchronisieren. Wenn jetzt der Flieger aus irgendwelchen Gründen aus dem LNAV-Modus rausspringen würde, dann würde er nämlich in Heading wechseln. Und wenn wir dann ein komplett anderes Heading, als wir eigentlich fliegen, eingerät haben, dann würde der Flieger eben in die Kurve gehen. Übrigens können wir auch, das hatte ich jetzt gar nicht gezeigt, aber kennt ihr schon aus der 737, auch wie immer hier auf der Fix-Info-Seite uns bestimmte Punkte setzen, für das Engine Failure Procedure hier bestimmte Sachen hinterlegen. Um uns die MSA zu visualisieren, könnten wir jetzt zum Beispiel den Flughafen Berlin mit den 25 Meilen Radius einmal einzeichnen und dann würde der Flieger auch hier ganz normal das in die Fix-Info bzw. ins Navigation-Display dann anzeichnen. In unserem Fall würden wir dann auch die, außer wir brauchen sie noch danach, über 10.000 Fuß rauslöschen und dann seht ihr jetzt, wir fliegen ganz normal unser Routing ab. Wir sollen dann ab dem Punkt Lokdo am Ende unserer Departure schon auf Reiseflughöhe sein, Flight Level 300. Und dann cruisen wir jetzt gemütlich vor uns hin und machen uns einen entspannten auf dem Weg nach Zürich. Damit soll es das für den zweiten Teil der Videoreihe zur 777 gewesen sein. Jetzt wisst ihr, wie starten wir unser Flugzeug, wie kommen wir zur Startbahn und wie machen wir einen Takeoff und kommen bis zur Reiseflughöhe. Ich hoffe, es war ein bisschen was Neues und Interessantes für euch mit dabei. Wenn ja, schreibt mir gerne einen Kommentar und lasst ein Like und Abo da. Auch hier gilt, wenn noch Fragen sind,
Lasst es mich gerne wissen. Ich versuche es in den Kommentaren so gut es geht zu beantworten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder, wo es dann um Anflug und Landung in der 777 in Zürich geht. Bis dahin, macht es gut und wie immer, always happy landings.